Teil 1 haben wir letzte Woche hochgeladen bei YouTube oder auch bei Spotify und ja, viel Wissen zum Thema Graphologie. Was erkennt man in einer Handschrift oder was erkennt man in meiner Handschrift auch? Andreas Wolf von Guckenberger hat das genau mit mir geteilt. Was ist in der Graphologie drin? Auf was muss man achten? Hey, linksrum, rechtsrum wickeln, gerade Schritte, nächste Schritte, geerdet, nicht geerdet. Was ist der Dreiklang? Wahnsinnig viel Information. Und diese Information haben wir jetzt hochgeladen. Also wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigen wollt, schaut euch das wirklich an, weil Andreas auch die Insights gibt. Und das fand ich so wichtig, dass wir nicht nur sagen, hey, das ist ein A und was ist das? Nein, sondern wirklich die Insights, wie man dahinter kommt. Und nächste Woche wird der dritte Teil hochgeladen mit meiner persönlichen Handschrift. Freue mich. Ciao, ciao, euer Carsten. Dieses Innere, es ist ja nicht nur das, was du rüberbringen willst, sondern dein Innere, es ist auch eine Reaktion auf dein Inneres und auf deine Persönlichkeitsanteile. Und manchmal sind deine Persönlichkeitsanteile einverstanden, manchmal sind sie weniger einverstanden. Und das kann dann in Ängste führen oder in leichte Verkrampfungen führen. Das kannst du aber alles nicht kontrollieren. Ja, Und stimmt. jetzt die Frage, kann ein Graphologe aus so einer Schrift alles sehen? Er kann natürlich nicht alles sehen. Er kann bestimmte, ich sage mal, ich spreche gern von Prinzipien, er kann bestimmte Anlagen sehen, er kann den Konflikt zwischen dem, was du willst und dem, was sich ausdrückt, die Reaktion von deinem Willen auf das, was dich von innen her bewegt. Okay. Das heißt, sag mal, ich frage dich irgendetwas, was dir sehr unangenehm ist. Dann könnte es sein, weil es über das Nervensystem werden Aktionspotenzial in die Muskeln geleitet und die Hand reagiert mit Verkrampfungen auf diese Aktivierung. Okay. Das heißt, wenn du erregt bist, wenn es dir angenehm ist, wirst du fließen oder wirst schnell schreiben, weil du angetrieben bist. Und du gehst in den Fluss und der geht von rechts nach links rüber. Und durch das hat die Schrift meistens so, Entschuldigung, von links nach rechts, durch das hat die Schrift meistens so einen leichten Linksdraht. Okay. Also ich gebe mal ein kleines Beispiel. Zum Beispiel siehst du das hier? Muss Siehst ein du bisschen das? höher, bitte. Ja, okay. Ja. Siehst du die Richtung? Ach so, ja, genau. Das mit bisschen höher noch einmal. Ja. Ja, okay. Ja, Jetzt habe habe ich. ich die Richtung. Wenn du das jetzt vergleichst mit einer Schrift, wo sagt, ist ganz schwierig, jetzt muss ich Ja, suchen. genau, man muss anders schreiben. Und das unten rechts habe ich noch nicht gesehen. Oh ja. Ja, wenn ich jetzt die Striche mache, wirst du sehen, Ja, andersrum. Okay. es geht gegen den Schriftfluss. Ja, okay. Also der Fluss, du musst dir das wie ein Gartenschlauch vorstellen, wo Wasser kommt. Der Fluss wie ein Wind geht rechts rüber und das Gras geht entweder mit dem Wind oder es stellt sich auf gegen den Wind. Okay. Wenn es sich gegen den Wind stellt, braucht es Kraft. Klar. Durch das ist das Gras auch so in einer Dynamik zwischen sich hingeben, dass es nicht bricht, und dann die Selbsterhaltung, wo es sich wieder aufstellt. Und so geht das immer hin und her. Und dieser Fluss zwischen diesem Hin und Her, wenn der regelmäßig ist, dann fließt die Energie sehr, sehr gut. Weil es ist immer ein Wechselspiel zwischen Hingabe und Selbsterhaltung. Okay. Und das sieht man zum Beispiel in den Bewegungen der Schrift. Weil die normale Bewegung geht so, aber wenn dann so ist, dann siehst du schon gewisse Tendenzen. Okay. Ja. Jetzt wird in den Graphologiebüchern geheißen, ja, wenn du jetzt dich gegen den Fluss streibst, wo so rüber geht, ja, dann bist du störrisch, weiß ich was, oder
blockiert. Das stimmt natürlich nicht. Das stimmt natürlich nicht. Sondern man kann nicht an einem Beispiel, an einem Prinzip sofort auf den Menschen gehen, sondern es ist das Wechselspiel dieser verschiedenen Prinzipien, wo sich ausdrücken. Okay. Und darum spreche ich von einer Ausdruckskunst eigentlich oder einer Ausdruckswissenschaft, weil sie auf ganz physikalischen Prinzipien aufbaut. Mhm. Oder zum Beispiel bei der Kunst. Die Schrift hat eine Dreigliederung. Warte mal. Siehst du das? Ja. Okay. Ich mache jetzt die Dreigliederung. Ach so, okay. Das ist ja wie eine Note oder Notenblatt. Du hast hier die Ober, den oberen Teil, du hast hier das Mittelband und du hast mit dem G das, den unteren Teil. Mhm. Jetzt ist das aber, jetzt ist die Frage, schreibst du einfach diese Dreigliederung oder ist diese Dreigliederung wie ein Archetyp etwas, wo alles beeinflusst? Und dann hat man zum Beispiel gemerkt, hast du schon mal ein altes Bild in der Gemäldegalerie gesehen? Ja, also ich war schon mal in der Galerie und da habe ich so alte Schinken gesehen, ja. Aber du kennst sicher diese Engelchen, wo oben fliegen. Ja, ja, klar. Mhm. Du findest durch alle Jahrhunderte hindurch findest du diese Dreiteilung. Oben sind die Engelchen, in der Mitte ist das Alltägliche, die Bürgermeister, die Gesellen und unten sind die Dämonen. Okay, ja, stimmt. Mhm. Das heißt, das, was sich in der Schrift zeigt, ist eine Dreiteilung unserer Wahrnehmung. Auch Himmel, Erde, nee, Himmel, Gesellschaft, Natur, Erde. Okay. Und diese Dreiteilung, das ist eine ganz tiefe Sache, wo uns auch bewegt. Darum sage ich immer, bewegt werden wir bewegt. Weil es sind, wie soll man sagen, es sind viele Sachen, wo unser Denken bestimmen, unsere Wahrnehmung bestimmen, unsere Deutung bestimmen. Oben ist der Himmel, unten ist die Erde. Ja. Und das war ja schon immer so. Und das kann man natürlich auf die Schrift beziehen. Also auch in der Psychoanalyse macht Freud, dass er geht auf das Es, dieses unterbewusste Angreifende. In der Kunst sind das die Dämonen. Da macht Freud sogar eine Assoziation, dass er das unbewusst als sehr feindlich beschreibt, was natürlich Quatsch ist. Das Mittelband entspricht dann mehr dem Bürgermeister und Gesellen, wie du dich im Alltag gibst. Okay. Deine Ich-Stärke zum Beispiel. Und das obere Band entspricht dann den Inspirationen, wie weit du offen bist, wie weit du zugänglich bist, immer für philosophisch abstrakte Sachen. Okay. Ja, okay. Ich kenne ja mal das, also das, was du mir zugeschickt hast, wo ich wirklich, ich habe es ja gelesen. Also erstmal mal was anderes sagen. Ich bestätige dir, du hast mir irgendwann eine SMS geschickt und sagst, Carsten, du Angsthase, man schickst mir endlich deine Handschrift. Also von daher, ey, du kennst mich. Weil ich dachte, boah, was schreibe ich denn hier? Was erzähle ich von mir? Aber meine Neugier war einfach größer. Sag ich, komm, ich schicke das raus. Ich will es ja einfach wissen. Mhm. Dann habe ich dir das geschickt. Du hast es analysiert. Ich dachte, hast du die letzten 10, 20 Jahre meines Lebens begleitet? Dann habe ich es meiner Tochter gegeben, weil wir hier im Homeschooling also zusammen sind, sagt sie, Papa, kennt der dich? Das kann doch nicht sein. Sag ich, nee, er kennt mich nicht. Gut, wir haben Kontakt über die Mentoring-Akademie, aber so viel Kontakt haben wir dann auch nicht, dass du so in die Tiefe gehen kannst. Sagt sie, das ist ja spannend. Und daraufhin habe ich auch gesagt, okay, Andreas, lass uns bitte unbedingt dieses Video aufnehmen oder diesen YouTube-Film, damit man es besser versteht. Also das ist ja mein Hintergrund. Und jetzt kriege ich es ja mit, du hast das ja so und so analysiert und ja, dann einfach nur aufgeschrieben. Also einfach, Entschuldigung, das ist jetzt keine Wertung. Ich möchte jetzt trotzdem, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Alles okay. Das von Himmel, Erde, Bürgermeistern, also oben die Engelchen, der Himmel, sagen wir,
In der Psychoanalyse ist das das Es, die Eltern, wo du verinnerlicht hast, die Stimmen der Eltern, praktisch das Gewissen, wo dann sagt, tak, 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 wenn du schlawinert hast mit mich. Das Ich, die Ebene der Sache, der Gesellschaft, der Mitmenschen, der Bürgermeister auf den alten Bildern, der König auf den alten Bildern. Und unten die Dämonen, das Es in der Psychoanalyse, das dich angreifen, das Unbekannte, diese Stimmungen, wo dich überfallen, wo du plötzlich sauer bist und nicht weißt, wieso, auch wenn dich die Person anlächelt zum Beispiel. Das ist ja solche Konflikte, wo, dann, wo man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen kann oder soll. Diese Dreiteilung, wo ich beschrieben habe, oder den Fluss von links nach rechts, das sind ganz, wie soll man sagen, das sind ganz wissenschaftlich anerkannte Sachen. Die kannst du ganz genau beobachten, du kannst auch begründen von den Kräften, von der Wahrnehmung, wieso. Und das sind Prinzipien, wo du sowohl in der Kunst findest, in der Psychoanalyse findest, in der Handschrift findest. Das ist ein gewisses Prinzip, wo sich hier ausdrückt drin. Das heißt, du kannst unmöglich alles selber kontrollieren, auch wenn du es möchtest, wenn du was schreibst. Und das ist der Grund, wieso der Graphologe, wenn er diese Prinzipien kennt, und das ist einfach das Handwerkszeug, diese Kräfte beschreiben kann, das, was sich ausdrückt. Und damit kann er dann den Rückschluss machen auf den Konflikt zwischen dem, was du willst und was dich bewegt. Ja, spannend. Ja. Und je nachdem, wie das fließt, schreibst du sehr entspannt oder du schreibst ganz klein oder ziehst dich zusammen, du kontrollierst, irgendwie, es macht dir Angst oder es erregt dich. Ja, Angst ist eigentlich nur Erregung. Also ist zum Beispiel eine, sag mal, bisschen höher, ja. Jetzt habe ich so eine relativ regelmäßige Sache. Ja, genau, sehr regelmäßig. Genau. Jetzt kann ich aber als Gegenteil, kann ich jetzt zum Beispiel so. Was fällt dir zum Beispiel in der Schrift jetzt auf? Der ist viel kleiner, also ein Großbuchstabe und dann wird es klein, eng zusammen. Genau, dieses kleine, enge zusammen, genau. Das ist eine Kontraktion. Okay. Da verkrampft sich jetzt, aber irgendwie ärgert er sich über das, tut sich dann während dagegen und dann kommt BAM, das Impulsive, der Ausdruck. Also okay. Okay. Ja. Also das, du siehst sehr genau hier an der Schrift, wenn du das mit der oberen vergleichst, wo sehr regelmäßig ist, siehst du hier auch diesen großen Anspruch, wo er hat, dann ist er sich hier nicht so ganz sicher, verkrampft sich, soll ich jetzt oder wie oder was, ja, und dann sagt er, nee, also wirklich scheiße, und jetzt bam, und dann wird er impulsiv. Okay. Ja. Also man kann das sehr, sehr genau sehen, weil immer natürlich der Rhythmus der Aktionspotenziale der Nerven auf die Hand wirken. Ja, also ich habe ja gerade, klar, automatisch im Hinterkopf immer, wie du meine Handschrift mit analysiert hast und vieles von denen sehe ich ja wieder. Also nimm zum Beispiel einen Gartenschlauch. Du tust in den Gartenschlauch ganz viel Wasser rein und jetzt schlägst du den Gartenschlauch hin und her. Ja, was machst du mit dem Ich? Du greifst ihn und hältst ihn erst mal ruhig und dann spritzt er raus. Also du bist deine Hand, wo auf den Gartenschlauch, wo sich bewegt, reagiert. Und probierst jetzt mit deinem Willen, mit deiner Hand, mit deiner Absicht, diesen Gartenschlauch zu halten und ganz zielgerichtet das Wasser dorthin zu führen, wo du willst. Ja, genau. Und das ist jetzt die Gehirnneurologie da hinten, dass du hinten, ich sag mal so, hier zwischen meinen Fingern, hast du das limbische System.
wo die ganzen Mandelkerne sind, Erregungspotenziale sind. Und du hast einen präfrontalen Cortex, Entschuldigung, wo diese Erregung kontrolliert und in eine bestimmte Richtung machen will. Und das hat Porkowski aus Greifswald, das war ein Gehirnneurologe, hat das sehr ausgetestet mit Leuten, wo Verletzungen hatten im Gehirn. Oder bei Triebtätern, wo zum Beispiel diese Erregung viel zu stark ist und wo nicht die Fähigkeit haben, das richtig zu kanalisieren. Und dann werden sie zu Sklaven ihrer Impulse. Bei Gewalt findest du das viel. Okay. Oder er wirkt zu stark und die Leute haben keine Angst, haben keine Erregung. Und dann suchen sie irgendwas Künstliches, um sich zu erregen. Weil das geht immer über das Nervensystem. Und das überträgt sich alles auf die Handschrift. Ja, weil das Nervensystem, der Rhythmus, der Aktionspotenzial, wenn wir machen, tak, 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 hier durch, ja, pack, 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 das erregt dich. Weil das ist das, was du in den Muskeln spürst, weil die Muskeln werden erregt, das ist dein Empfinden. Jetzt ist das so, das eine ist ja die Analyse, die du wirklich, ich sag mal, du bist selbst ausgeleert, guckst es an und machst die Analyse. Jetzt hat man das Ergebnis. Was mache ich denn mit dem Ergebnis? Also was aus der Graphologie, was hat, gut, eigentlich blöde Frage, das muss jeder für sich entscheiden, weil er kriegt dann auf einmal ein Spiegelbild seines Lebens, kann er es ja wieder kriegen. Nee, eigentlich das genau nicht. Okay. Entschuldigung. Aber das ist ganz wichtig. Das ist auch gut, dass du auf den Punkt kommst. Ja, klar. Ich sage mal, die Graphologie erschafft eine gewisse Schablone von gewissen Anlagen in dir. Also ich sehe gewisse Anlagen, bist du zum Beispiel extrovertiert, brauchst du Erregung, das heißt, du reist viel, du brauchst geistige Herausforderungen, du musst mit Menschen zusammen sein, um in diese Erregung, es ist immer die Sehnsucht nach der Lebendigkeit. Ein introvertierter Mensch, wo ein sehr feines Nervensystem hat, der wird bei den kleinsten Sachen erregt. Wenn der jetzt mit vielen Menschen zusammen ist, da kommen so viele Informationen, wenn er zu offen ist, ja, dann nimmt er wie ein Schwamm, saugt er die Informationen auf und die arbeiten in ihm und er wird völlig überschüttet. Okay. Ja, weil die ganzen Informationen werden ins Unterbewusstsein getan, verarbeitet, das ist der große Computer und er funktioniert im Alltag und es wird dann irgendwann zu viel. Er sucht sich Räume, wo er dann seine Ruhe haben kann. Okay. Also zum Beispiel einen introvertierten Mensch, wo er so ein bisschen seine Schutzräume sucht oder ein sehr kontrollierter Mensch, ist nichts für den Verkauf zum Beispiel. Nee. Bei dem Verkauf musst du extrovertiert sein, du musst schnell reagieren, du musst auch jemand, wo er starr ist, sehr stark kontrolliert ist, aber introvertiert ist, wäre auch nichts für den Verkauf oder für ein Großraumbüro, weil er einfach von Reizen zu stark überschüttet wird. Ja. Er würde sich erschöpfen. Sind perfekt in der Buchhaltung aufgehoben. Genau. Ein Mensch, top, ich kenne top introvertiertere Menschen, das sind Spezialisten, verdienen ein Schweinegeld durch ihre Fähigkeit, aber sie machen das, ja, also nicht Verkauf, sondern wirklich anderes Spezialistentum. Ganz, genau, ganz wichtig. Genau. Und das ist halt, und das zu erkennen, ist sehr wichtig, weil wir haben die Tendenz, dass wir oft mal auch Sachen wollen, die wir gar nicht erfüllen können von unserer Anlage her. Also der Introvertierte bewundert den Extrovertierten, ach, der ist so gut, ist im Mittelpunkt, kann sich da präsentieren und ich so ein bisschen das Mäuschen, ja. Und das löst in ihm Ärger aus und Sehnsüchte. Und dann hat er das Gefühl, ja, er müsste das auch können zum Beispiel. Und ja, er genau. Müsste da besser werden.
Und da hilft natürlich die Graphologie sehr stark, dass man sagt, ja, halt mal, du kannst das gar nicht erfüllen. Es geht gar nicht, ja. Ja. Dass jemand in einem viel, viel größeren Zusammenhang sich lernt zu akzeptieren, gewisse Anlagen. Das ist ja cool, weil das bedeutet ja Klarheit, in welcher Struktur ich auch immer bin, in welcher Persönlichkeit. Und Klarheit sorgt für Ruhe, für Ordnung und auch für Akzeptanz und nicht irgendeinem Trend hinterherlaufen. Bloß weil andere das machen, muss man es auch machen oder ja. Also zum Beispiel, ich ein Blatt nehmen. Ich probiere jetzt was zu basteln. Ups, sieht man das? Ja, sehr krackelig, ja. Was fällt dir jetzt auf bei dieser Schrift? Also sie geht erstmal, fängt an und auf einmal ist so ein Ding nach ganz links wieder raus, also gegen den Strom. Ja, Erst geht er rechts. probier mal einfach die große Form zu beschreiben, deutungslos. Deutungslos. Nur zu beschreiben, was du siehst. Also ich sehe Kreise, sehe ich, zwei große Kreise und dann sehe ich so ein kleines Ding, was nach links wegdriftet. Aha. Ist Und sie dann groß? Ist sie groß oder klein? das, was nach links wegdriftet in der Mitte, das ist relativ klein im Verhältnis zu dem anderen. Und das ist gegen die, also gefühlt gegen die Linie. Und dann ganz unten sind noch so kleine, Entschuldigung, Eier, die da irgendwie zwischenhängen. Und ja. Würdest du mir recht geben, dass die sehr bewegt ist? Ja, das auf jeden Fall. Und nicht klar strukturiert, weil klar, jetzt weiß ich, ist kein, wahrscheinlich kein Wort, was da drin ist, aber. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel, würde ich sagen, eine Schrift, eine sehr, sehr individuelle Schrift, Ja. eine sehr bewegte, kreative Schrift und die möchte sich auch zum Beispiel sehr genau ausdrücken, aber wird ständig von ihren Emotionen getrieben, zum Beispiel. Das ist das Bewegte. Wenn jetzt diese Person mit jemandem zusammenkommt, Das sind Welten. ja, es sind Welten, Das sind Welten. aber diese Person hier, wie soll man sagen, die ist jetzt eher introvertiert, Ja. aber sehr stark, wie soll man sagen, die ist sehr ehrgeizig, die ist sehr kontrolliert, die ist sehr kontrolliert, weil sie relativ gerade schreibt hier. Muss man sagen, ja, das Ordnungsprinzip, das Schutzprinzip ist sehr ausgeprägt, weil es hat zum Beispiel auch keine, zum Beispiel, schauen, ich muss unter dem Blatt drunter schauen, Entschuldigung. Zum Beispiel, dass hier ist, hast du eine sehr bewegte Schrift, eine sehr weiche Schrift, rhythmische Schrift. Hier hast du eine eher Spannungsgeladen, hier hat es viel mehr Spannungen drin in dieser Schrift. Ja, viel mehr Zacken, wenig runde Sachen, also. Das heißt, mit der Ordnung hat er auch die Fähigkeit, sich einerseits zwar sehr stark zu kontrollieren, den Schlauch wirklich zu halten, auch wenn der herumschlagen will. Ja. Die Person hier oben, die kann manchmal von ihren Gefühlen überflutet werden oder von ihren Wünschen und die Konzentration verlieren. Okay. Die springt dann so ein bisschen hin und her von vielen Themen zum einen, zum anderen, weil sie einfach zu wenig Kraft hat, das zu kanalisieren. Wenn sie jetzt einen Partner hat, wo dieses hat, dann Ja. bringt er ihr mit ihrer Struktur, mit seiner Struktur, mit seinem Ordnungswillen, bringt er Ruhe. Okay. Er schafft Rahmen und das entspannt die hysterische Charakter ein bisschen, weil sie findet Ruhe in diesen vielen Bewegungen und hat Orientierung durch den starken Rahmen. Der mit der kleinen Handschrift hat aber eher Mühe, Gefühle zu kontrollieren. Also sein Ordnungsprinzip hat auch die Folge, sich von seinen inneren Gefühlen, der Sinnlichkeit, weiß ich was, zu schützen, ein Okay. bisschen. Weil er kann das gar nicht leben, seine Vielfalt. Da hilft ihm wiederum dieses Gefühlsmäßige von der anderen Schrift. Und das findest du dann in vielen Beziehungen, wo
auf der einen Seite die hysterische Person, ich sage es als Schablone, das ist eine reine Schablone, findet Ruhe mit dem Ordnungsmenschen. Und der Ordnungsmensch kann sich entspannen, weil sie in ihm die Gefühle anspricht, wo sie uns nicht so richtig im Fließen sind. Das schafft für beide eine Erleichterung und einen Konsens. Mit der Zeit führt genau das in Konflikt rein, weil sich der Gefühlsmensch in seinen Gefühlen nicht gesehen wird, nicht erkannt wird, weil der andere einfach nicht fähig ist oder es nicht gerne hat. Ja? Und die Ordnung vom anderen kann den Gefühlsmenschen viel zu stark einengen. Spannend, Gegensätze ziehen sich ja an, heißt das ja so schön. Ja, aber sie können dann auch explosionsartig dann praktisch in der Sprachlosigkeit fühlen, weil sie nicht erkennen, dass es hier nicht um ein psychologisches Problem geht, sondern dass es um eine Anlage der Wahrnehmung geht. Genau. Jetzt nochmal zurückkommt, also die mit der Graphologie kann ich, wie sagtest du, eine Schablone, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einfach sehen, wo ich stehe, wo ich einfach nur stehe. Drum ist das Gespräch nachher wichtig, dass ich dir ganz deutlich sage, schau, das ist ein Profil, eine Schablone, wo ich erstellt habe. Da wird zwar ganz viel von dir innen gespiegelt, jetzt ist aber die Aufgabe, wie kriegen wir die Schablone mit deinem alltäglichen Erleben, wie du dich selber siehst. Ja. Und das war das Problem bei mir und Anna zum Beispiel, dass die natürlich Sachen gesehen hat, wo ich noch hinten und vorne keine Ahnung hatte, weil ich mich nicht gekannt hatte. Vor allen Dingen hat sie gesehen, was ich nicht sehen wollte. Und ja, das, genau. Und das, was ich nicht sehen wollte, habe ich natürlich auch nicht verstanden. Was erzählt die jetzt für einen Quatsch? Was? Ich introvertiert, ich bin doch extrovertiert und so. Und ja, war natürlich total scheu. Und diese Scheuheit wollte ich überhaupt nicht sehen. Die habe ich völlig als Makel und als Minderwertigkeit empfunden. Ja. Und also solche Sachen, geht es wirklich darum, das Profil an das alltägliche Erleben anzupassen. Okay, das machen wir gleich, wo ich, liebe Hörer, also wie gesagt, wir nehmen jetzt gleich den nächsten Teil auch noch auf. Was wichtig ist, ich bin ja kein Hellseher, ich kann mich auch irren in gewissen Sachen. Oder es gibt gewisse, zwischen wie du es erlebst und wie ich es sehe von der Graphologie her, gibt es Sachen, wo nicht so richtig zusammenpassen. Das ist aber auch sehr wichtig, weil da muss man jetzt schauen, ja halt mal, was äußert sich jetzt da in diesem Konflikt, ja? Um dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Ja, das ist sehr erhellend, also wirklich sehr, sehr erhellend. Weil es kann sein, dass du entweder was verdrängt hast und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht zu stark reingehe, weil es könnte schmerzhaft sein, oder es ist etwas, wo ich einfach falsch gedeutet habe, wo ich vielleicht etwas zu stark Wert gelegt habe und etwas anderes so ein bisschen übersehen habe. Da muss ich nochmal hinschauen. Und ja, und so muss man es, darum ist das Gespräch nachher immer wichtig. Genau, das machen wir gleich. Wir machen es einfach gleich. Also, liebe Hörer oder Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr den zweiten Teil auch nicht verpassen wollt, abonniert den YouTube-Kanal, gebt einen Daumen hoch oder auch, wenn ihr Fragen habt, bitte irgendeinen Chat mit reingeben. Der Andreas wird sie alle beantworten, ich werde sie auch alle beantworten. Und seine Kontaktdaten sind ja auch unten auch alle mit veröffentlicht. Und ich sage ja immer, es gibt immer eine Lösung und Geld folgt dem Erfolg. Denkt daran, es gibt immer eine Lösung und vertraut euch Menschen an. Und das habe ich mit Andreas gemacht. Und das nehmen wir jetzt gleich nochmal auf. Lieber Andreas, lass uns gleich den zweiten Teil starten.